Vídeňské Alpy, oblast, kde, od které očekávám, že si tam odportuju, že si tam odpočinu. Já jsem milovník dobrého vína, takže už jsem tady teď navnazená. Jsem slyšela o místních kulinářských specialitách a moji přátelé mi doporučili, abych kromě lyží zkusila také něco jiného. Doporučili mi výlet na Sněžnicích na horu Rax do Otohausu, takže já kromě lyží zkusím přibalit i nějaké jiné sportovní náčiní. A kdyby náhodou už nebyl sníh, tak vezmu kolo. Jeb nicht verstandene Skinkut. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier heute sein darf. Was Niederösterreich betrifft, für mich ist immer sehr attraktiv, wenn ich nicht sehr, sehr lange fahren muss. Das ist optimal in Niederösterreich. Und wenn und das Niederösterreich auch für mich so zugänglich ist. Ich entdecke auch sehr gerne neue Orte. Und in Wiener Alpen erwarte ich, dass ich viel Sport treibe, aber dass ich mich da auch genug entspannen kann. Und weil ich Weinliebhaberin bin, dann freue ich mich auch auf das Weinangebot. Ich konnte hier sehen, dass es auch sehr gut ist. Und meine Freunde haben mir auch die Schneeschuhe empfohlen. Also ich werde da auch die Langlaufschuhe gegen Schneeschuhe tauschen und auf der Rax zum Otohaus wandern. Da freue ich mich auch drauf. Ja, und wenn Sie sportlich unterwegs sind, wie haben Sie vor, sich zu entspannen, einfach sozusagen das Nichtstun im Urlaub zu genießen? A když zrovna nesportujete, tak jak vlastně relaxujete? Máte čas i k takovému tomu nedělání dovolenkovému? Tak já jsem velmi ráda, že si mě stále skolujete za sportem. Nicméně já opravdu jako ze srdce miluji jakoby dovolené nebo výlety, kde můžu zkombinovat obojí. Takže velmi ráda lenoším a pro mě jako ideálně strávený den je tak, že třeba dopoledne nebo do brzkého odpoledne si zasportuji. A pak lenoším ve wellness a využívám to, co daná lokalita, daný kraj nabízí. Takže už jsme o těch kulinářských a jiných specialitách tady slyšeli. Na to se velmi těším. Já plánuji přijet, protože zima je pro mě většinou hodně pracovní období, tak plánuji výlet spíš v druhé půlce zimy. Takže 100% wellness, proto jsem si vybrala spa hotel Lisberg, takže určitě wellness využiji hojně a všechno, co tento kraj nabízí. Takže moc se těším už teď a budu se těšit na druhou půlku zimy. Ich freue mich sehr, dass ich immer noch mit Sport verbunden werde. Ich liebe eigentlich die Kombination von beiden, also Sport und aber auch Entspannung. Am liebsten mache ich das so, dass ich am Vormittag Sport treibe und am Nachmittag entspanne ich mich dann im Wellness. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich komme aber erst später im Winter, weil Winter für mich immer eine sehr eine Arbeitszeit ist. Also ich arbeite immer viel. Das heißt, ich komme in der zweiten Hälfte, Winterhälfte erst. Und ich habe auch das Hotel und Spa Lindsberg Asia ausgesucht, weil die bieten mir da eigentlich alles, was ich brauche. Ja, vielen Dank, Frau Neumann-Ober. Wir haben ja natürlich nicht so eine tolle Langläuferin in Niederösterreich, aber Ski Alpin, auch Olympiasiegerin, Michaela Dorfmeister. Und vielleicht können wir Sie beide zusammenbringen, dass Sie sich kennenlernen, wenn Sie in Niederösterreich sind. My samozřejmě nemáme v Dolním Rakousku takové skvělé běžkyně jako jste vy, ale máme tam také výbornou ski alpinistku. Michaelo Dorfmeister, a možná, že vás také můžeme nějak propojit až do Dolního Rakouska. Jo, tak to by samozřejmě pro mě bylo úžasné setkání, protože Michaelu znám z televize, ale protože ona jezdila z kopce, já jezdila cross country, tak jsme neměli možnost se osobně setkat, takže pokud by se to podařilo, tak by to bylo samozřejmě úžasné setkání. Děkuji za tu nabídku. Also vielen Dank für das Angebot, das war für mich ein wunderbares Treffen. Wir hatten leider, ich kenne Michaela persönlich, wir hatten leider die Gelegenheit zu treffen, weil wir beide eine andere Sportart gemacht haben. Aber wenn das klappen sollte, dann würde ich mich sehr freuen. Danke. Dankeschön.